Von der werden wir wahrscheinlich auch noch einiges bekommen. Mediastationen, die gehackt werden, vergiften unsere Feinde, weil die Spleise, die hier rumlaufen können, natürlich auch dementsprechend die Mediastation benutzen. Ist jetzt alles nicht ganz so geil. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Okay. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Okay. In lieber Erinnerung an Winston Kofner. Okay. Jo, ich würde mal sagen, der hat einfach es nicht gerafft. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um mich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Wie ich schon sagte, ich glaube, das ist eher ein Mensch, der genau das gebraucht hat. Diese moralischen Grundregeln, was halt richtig ist und was nicht, ne? Ich glaube, der hat nämlich ordentlich. Gehackte Kameras arbeiten für dich und alarmieren Sicherheitsbots bei Feindkontakt. Super! Ja, wie gesagt, wir können Kameras, die nicht auf unserer Seite sind, auf unsere Seite ziehen. Du hast Spezialmunition erhalten. Drücke das Steuerkreuz, um den Munitionstyp zu ändern. Benutze die richtige Munition für den richtigen Gegner. Pistolenkugeln. Panzerbrechen. Ich glaube, Panzerbrechen ist für Gegner, die ein bisschen groß sind. So, hier kommen wir noch nicht rein. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige. Abfackeln. Wenn etwas im Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Super. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Aha. Oh, Alter, wie die Hand aussieht, ne? Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Gut. Reichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Super. Freue ich mich. Also in Bioshock 3 gab es ja schon die Kräfte, in 1 natürlich auch. Und ja,
So, wir haben hier das Abfackeln herbekommen. Das brauchen wir wahrscheinlich, um weiterzukommen. MG-Patronen ist immer gut. Ja, da geht's hin, aber da... Oh, oh Mann, Bot, du kriegst mir gerade auf den Sack. Aber ich will den jetzt auch nicht unbedingt loswerden, weil der uns, glaube ich, schon ordentlich hilft. Das ist unsere Kamera. Hier sind wir hochgegangen. Super. So richtig verlaufen kann man sich nicht. Finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lässt, will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigene. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's den Rapture-Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schlurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Tja, hat er natürlich nicht Unrecht. Oh, diese Stimme, die bekommt mir bekannt vor. Ah, es ist doch sau nervig, dieser Cleveland, genau. Ah, Cleveland. Hacken, super, warum nicht? Willkommen in einem Hack and Slay. Ich brauch so ein geradeaus Ding. So, jetzt will ich dort mal schnell hacken. Jetzt brauche ich so ein Ding nach rechts und dann ist alles gut. Super. So, wenn der Automat gehackt ist, kriegen wir ein paar Sachen günstiger und können auch andere Sachen kaufen, die wir so hätten sonst nicht kaufen können. Wir können Schrotpatronen kaufen und so weiter und so fort, aber ich glaube, wir sind eigentlich soweit ganz gut versorgt. Wir müssen irgendwie... Ich glaube, der Pfeil weiß selbst gerade gar nicht, wohin wir müssen. Autohacker, interessant. MG-Patronen. Kartoffelchips, Bier, ja super. Oh, ja, jetzt haben wir zu viel auf einmal getrunken. Das ist irgendwie ein bisschen besoffen, es passt schon. Mülleimer durchwühlen ist natürlich auch immer gut. Ja, schickt ihr uns jetzt, wo schickt ihr uns denn jetzt hin? Hier hin. Ja, weil du nicht Gott bist. Seesterne, ja, unter Wasser ist natürlich auch schon geil, ne? Ästhetisch, Iron Moral Imperative. Warum haben wir zwei Augen? Ist ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Ja, Symmetrie. Zwei Beine, zwei. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Ich glaube, den kriegen wir nicht. Du musst einen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Gut. Gott mag keine Brücke, Berger. Das bleibt, da lässt es krachen wie ein Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du einen Telekinese plötzlich in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fragen und dich wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Okay. Oh, was ist denn da draußen los? Das ist ja unglaublich. Finde Telekinese. Komm, hacken wir auch gleich mal. Oh.
Der ist natürlich sau schwer, dann nehme ich den Auto-Hacker. Willkommen im Hackt. Zirkus der Werte. Tschetschenischer Wodka. Muss ich aber sagen, ich glaube, das brauche ich alles nicht so wirklich. Aber ich bin schon müde. Wie lange nehme ich den jetzt schon auf? Ja, schon knapp eine Stunde ungefähr. Finde Telekinese. Ja, super. So. Ist zu? Ich bin doch nicht respektlos! Olle Zippe, ich mach doch sauber, ja! Mir auch! So, haben wir die alte mal zum Saubermachen benutzt. Sie mag streamen auf dem Po, Wasser aus dem Klo, Eimer voller Schweiß und im Arsch ein Kolben Mais, all das mag sie. Und ganz doll dich. So. Wo geht's denn hier schon? Hier geht's auch immer rund, ne? Ruhe im Karton. Ruhe im Karton. Ich glaube, es geht los. Meine Güte hier. Hab doch da schon wieder jemanden gehört. Gucken, wo muss ich denn überhaupt lang? Hier lang. Muss hier runter, dann geradeaus. Ich verstehe. Ha! Direkt getroffen, du Arschloch. So, Pistolmunition. Sollte aber lieber das benutzen. Ich hab nicht ganz so viel. Wow! Alter! Wow! Man kann's übertreiben. Was geht denn hier ab? Den muss ich auf meine Seite bringen. Jetzt hacken. Da oben rechts muss ich hin. So, jetzt muss ich irgendwie, jetzt brauche ich das da. Das kommt hier hin. Jetzt muss ich so viel es geht nach rechts hin. Oje, Mini. Ja, passt aber. Ich könnte natürlich auch mehr machen, aber... Super, dann arbeitet der schon mal auf unserer Seite. Oh, der mich erschreckt, ey. Das hat man bestimmt in der Übersteuerung gehört. Oh, das hat mich jetzt erschreckt. War nicht so geil. Aber na gut. So, los. Ist schon mal hinüber. Die Frage ist, wieso sind da zwei Kameras? Hacken, ja super. Jetzt müssen wir die ganze Zeit hier rumhacken. So, haben wir mal ein bisschen Zeit. Wieso eigentlich nicht? Und dann so ein Ding nach rechts. Machen wir mal ein bisschen Dingsbums rein und das da runter und das dahin und dann kommt das dahin und das hier. Dann haben wir doch irgendwo. Finde ich cool, macht mir Spaß. So, Eve-Spritze aufheben. So, jetzt nehmen wir uns gerade noch mal eine. Ja, das Ding ist auf unserer Seite.
Das ist nur eine Reflexion, okay. Ja, der kümmere mich gleich um den Pfeil. Ich weiß so in etwa, wo wir lang müssen. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Eigentlich weiß ich das nicht. Oh, da ist ein Tresor. Kriege ich den gehackt oder? Safe. $91 kostet der. Da muss ich mich beeilen. So schnell kann ich das auch gar nicht. Oh. Das ist jetzt immer schwerer oder was? Das ist auch saunervig. Wenn du da Pech hast, bist du ganz schnell im Arsch, ne? Ja, super. Ich meine, so ein Safe-Hacken, klar, verstehe ich. Das ein bisschen kostet. Boah. Okay, was haben wir drin? Panzerbrechen, Schrot und MG-Patronen. Dann kriegen wir immer so einen kleinen Dingsbums-Schock. Aber das läuft eigentlich ganz gut. Von daher, also beziehungsweise wir haben jetzt, ich muss sagen, wir haben jetzt nicht unbedingt Gesundheitsmangel. Von daher können wir ruhig mal ein paar Mal Try and Error probieren. Neues Tagebuch. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn. Weil sie dazu neigen, ja, die Probanden. So, ich würde sagen, hier ist ordentlich was schief gelaufen. Charge heißt Zorn, aber wie komme ich denn da rein? Ich muss doch hier links irgendwo hier vielleicht durchgehen? Na. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Ja gut, hätte ich auch Dingsbums nehmen können. Bandagen. Wenchstocki lässt ihren Oberkörper anschnellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Du hast ein Kampftonikum erhalten. Kampftoniker verbessern deine Fähigkeit, Schaden zuzufügen und einzustecken. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tonikum-Typen ausgerüstet. Okay, super. Hat sich doch gelohnt, das alles mal ein bisschen hier so sich umzugucken. Achso, die hat nur die Maske verloren. Ich dachte, die hat den Kopf verloren. Wer wird denn gleich den Kopf verlieren? Aber was eine Maskerade das hier ist. So, jetzt kann ich dem Pfeil entfolgen. Ich wollte dieses Tonikum haben. Ich wusste zwar nicht, was für eins es ist. Ich wusste nur, dass es hilfreich ist. Und ja, würde sagen, ja. So, wir müssen hier lang. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind. In Deutsch. Sie konnten nur an eins denken. An blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert.